Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Heute vor 5 Jahren hatte Merkel mit ihrer Ankündigung »Wir schaffen das« ihre rechtswidrige Grenzverletzung im großen Stil vorbereitet. Viele haben sich damals gefragt, was gibt es da zu schaffen und wer ist eigentlich wir? Und warum überhaupt sollten wir irgendetwas schaffen? Eine geradezu größenwahnsinnige Aussage einer Kanzlerin, die mit der Begründung, hässliche Bilder vermeiden zu wollen, von ihr gemeint war schlechte Presse, einfach dem deutschen Volk ihre eigene pseudomoralische Großtat in Rechnung stellt. Der warme Willkommensgruß verschlingt nicht nur Unsummen an Geld, Ökonomen rechnen mit Billionen, sondern auch Menschenleben. Der Attentäter vom Breitscheidplatz war ein 2015er Flüchtling, noch dazu abgelehnt, ein häufiges Muster. Merkel hat Recht und Gesetz gebrochen. Laut Dublin III ist das Erstzutrittsland für das Asylverfahren zuständig. Deutschland hat mit seinem völlig unnötigen Selbsteintritt den Druck auf die europäischen Außengrenzen erhöht. Als klar wurde, dass jeder einfach reinspazieren kann, Merkel schoss als zusätzliche Werbemaßnahme sogar noch Selfies mit Migranten, haben sich natürlich noch mehr Glücksritter auf den Weg gemacht. Vorausgegangen war, als weiterer Migrationsmagnet, noch die Ankündigung des BAMF, die Dublin-Regelung, betreffend Erstzutrittsland, würde für Syrer nicht weiter verfolgt. Dabei wäre es so einfach gewesen. Weniger Anreiz, weniger Migration, weniger Ertrinkende. Es ging aber niemals um Humanität. Die Versorgung hier ist rund 100-mal so teuer wie in der Herkunftsregion. Das offenbart die ganze Verlogenheit und die tatsächliche Inhumanität dieser Pseudo-Willkommenskultur. Aber das belogene deutsche Volk ist ja zuverlässig eingetaktet auf Schuld- und Gutmachungsgefühle. Neben hoher Arbeitslosigkeit nun bei diesen Fachkräften hohe Kriminalität. Asylbewerber sind bei nur 2% in der Bevölkerung bei der Kriminalitätsstatistik stark überrepräsentiert. 2019 mit 13% bei Straftaten gegen das Leben. Durch Merkel verdoppelt haben sich auch die Prozentzahlen der Flüchtlinge bei Sexualstraftaten und Rohheitsdelikten wie Körperverletzung und Raub mit jeweils 10%. Inzwischen wissen wir, Millionen Straftaten hätten durch Grenzsicherung verhindert werden können. 2019 wurden von 3 Millionen aufgeklärten Straftaten allein 9% durch Zuwanderer begangen. Bevölkerungsanteil von 2%. 2013 zeichnete sich die Zuwanderungswelle schon ab. Die illegalen Einreisen in die EU explodierten. Wären die Grenzen da gesichert und alle Zuwanderer gemäß Gesetz abgewiesen worden, wären von 2014 an so über 1 Million Straftaten verhindert worden. Und das sind nur die aufgeklärten Straftaten, etwa die Hälfte aller angezeigten. Tatsächlich wären es also 2 Millionen gewesen. Und Dunkelfeldstudien zeigen, dass das Vertrauen in eine chronisch unterbesetzte Polizei und Justiz sinkt, sodass nur ein Bruchteil der Straftaten angezeigt wird. Laut dem ehemaligen Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ist die Zahl der Straftaten, die tatsächlich begangen werden, 4 bis 5 Mal so hoch. Das sind dann ca. 7 Millionen Straftaten zusätzlich durch Zuwanderer seit 2014. 7 Millionen Straftaten mehr dank offener Grenzen. Angesichts dieser Zahl verkommt Merkels freundliches Gesicht für Ausländer zur hässlichen Fratze für die eigenen Bürger. Im Bundestag von mir befragt, ob sie angesichts dieser Flut von Kriminalität überhaupt mal ihre eigene Verantwortung sehe, schwadroniert sie kaltblütig vom Kampf gegen Rechts und dass sie doch vielen Menschen Gutes getan habe. Solche menschenverachtende Unverfrorenheit muss man erst mal haben. Und so geht es weiter. Asylanträge seit 2015 1,7 Millionen. 2018 ging ein Fünftel aller Anträge auf hier geborene Kinder von Asylbewerbern. Die werden jetzt einfach nicht mehr mitgezählt. Über 250.000 sind ausreisepflichtig. Fast alle werden aber einfach geduldet. Die Zahl der Abschiebungen sinkt ständig. Und wer abgelehnt ist, bleibt. Die Asylindustrie verstopft die Verwaltungsgerichte, 3/4 aller abgelehnten Klagen auf unsere Kosten. Und die Arbeitslosigkeit. Jeder zweite ausländische Hartz-IV-Empfänger stammt aus einem der Asylherkunftsländer. Von Innerafrika bis zum fernsten Orient. Von den fast 800.000 Syrern beziehen 3/4 im erwerbsfähigen Alter Hartz IV. Und wer einen Integrations- oder Sprachkurs besucht, zählt einfach nicht als arbeitslos, sondern als
unterbeschäftigt. So soll Arbeitslosigkeit verschleiert werden. Aber 98% dieser pseudobeschäftigten Pseudoflüchtlinge fallen dann durch die Sprachtests. Auch egal. Und die Regierung vertuscht die Kosten ihrer Politik der offenen Grenzen. Hochkarätige Wirtschaftswissenschaftler gehen langfristig von Billionen aus, mit jährlichen Kosten um die 50 Milliarden Euro für die Förderung illegaler Migration. Mit einer solchen Summe müssen die Ministerien für Inneres, Bildung, Familie, Umwelt und Finanzen zusammen auskommen. Und durch Familiennachzug und hier geborene Kinder wird das Ganze nochmal vervielfacht. Von knapper werdendem Wohnraum und dadurch steigenden Mieten noch ganz zu schweigen. Fassen wir zusammen, September 15, eine Ausnahmesituation wurde behauptet, ein Dauerzustand etabliert. Mit dieser Lüge hat Merkel 2015 gutgläubigen deutsche Bürger zu Teddybärspendern für herandrängende, nirgends verfolgte Migrantenmassen gemacht und ihren Amtseid, Schaden vom deutschen Volk zu wenden, gebrochen. Das Offenhalten der Grenzen wird den Sozialstaat Deutschland ruinieren. Der Rechtsstaat ist es schon. Denn das sind die Folgen dieser Politik. Wohnungsnot, Kita-Platzmangel, Bildungsnotstand an den Schulen, Überforderung von Sozial- und Rentensystemen, von Polizei und Justiz, mangelnde innere Sicherheit. Letztlich auch eine fortschreitende Islamisierung und Entheimatung Deutschlands. Nur wer Zusammenhänge und Fehlentwicklungen erkennt und benennt, kann das Ruder herumreißen. Die AfD steht für einen Geist den Neuanfang, damit endlich wieder eine verantwortungsvolle Politik nach pragmatischen und rechtsstaatlichen Prinzipien Einzug hält. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.